PWZ Dry Time, coming to you from the beautiful city. Coming up soon, we've got some... Hey, Mike, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. BAW 705 heavy, hold position. I'll get you moving in a minute. 777, this is BAW 705 heavy, holding November. 107 heavy, you're clear to go. Opening north ramp, check. Yeah. 107 heavy, you are clear for departure. 277, check. Und damit herzlich willkommen bei Anno 2205 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ab heute werden wir dieses wunderschöne Aufbauspiel spielen. Anno 2205 ist ein Aufbauspiel und gleichzeitig aber auch eine Wirtschaftssimulation. Es ist bereits der sechste Teil der Anno-Spielereihe und wurde von dem Spieleentwickler Blue Byte aus Düsseldorf in Deutschland entwickelt. Gepublished wird das Ganze durch Ubisoft. Ja, wie gesagt, das ist der sechste Teil dieser Spielereihe und aktuell ist es noch der aktuellste Teil. Aber das wird sich ab dem 25. Februar 2019 ändern, denn dann erscheint der siebte Teil dieser wunderschönen Spieleserie, der sich Anno 1800 nennt. Ja, Anno 2205 entführt uns wie schon sein Vorgänger Anno 2070 in die Zukunft. Diesmal sind wir knapp 200 Jahre in der Zukunft unterwegs. Welche Herausforderungen sich hier stellen, das werden wir gleich sehen. Und ja, diese Zukunftsteile waren ja immer so ein bisschen umstritten, denn die ersten vier Spiele dieser Serie spielten ja alle in der Vergangenheit. Und wer mit diesem Zukunftsteil nicht allzu viel anfangen kann, der kann sich mal den Kanal von der JJ89 PC and Board anschauen, denn die liebe JJ hat vor einiger Zeit den Teil Anno 1404 angespielt. Das ist auch einer der beliebtesten Teile dieser Spieleserie, wenn nicht sogar der beliebteste. Und wer sich dafür interessiert, der kann einfach mal reinschauen. Link ist oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Nun aber zurück zu Anno 2205. Wir wollen jetzt erstmal hier ein neues Spiel starten und wir werden gleich erklärt bekommen, worum das geht. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Das ist also, sage ich mal, ein semi-blind Let's Play. Also ich kenne ja natürlich noch nicht alle Tricks, aber ich habe es halt schon mal gespielt und wir werden das Ganze auch unter höchsten Grafikeinstellungen spielen, sofern das hier alles funktioniert. Ich klicke einfach mal auf Spiel starten. Ich habe hier, wie ihr seht, die Königsedition installiert. Die Königsedition von Anno 2205 enthält alle bisher erschienenen DLCs, also Orbit, Frontline und Tundra. Doch dazu später mehr. Wir starten das Spiel. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen.
um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Ja, liebe Zuschauer, also es geht um nichts anderes außer Energieknappheit und Mondbesiedelung. Ein sehr, sehr interessantes, aber gerade was das Thema Energieknappheit angeht, auch relativ aktuelles Thema. Wir brauchen erstmal einen Firmennamen und ja, wie nennen wir das denn? Wir nennen das einfach mal Mondstrom GmbH oder nee, Mondstrom AG. Genau, ich hoffe, der Name gefällt euch und dann klicken wir auf Bestätigen. Danke. Aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Ja, das ist richtig so. Und da können wir auch überlegen, Firmenlogo, was würde denn so ein bisschen zu uns passen? Kann man sogar weitere freispielen, so wie das aussieht. Was ist das? Ich glaube, ich habe mich schon für eins entschieden. Ich würde sagen, wir nehmen dieses Firmenlogo, gefällt mir irgendwie. So, wir gehen auf Bestätigen. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe sie überzeugt. Sie sind sogar willens, ihnen erstklassiges Gebiet für ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Ja, liebe Zuschauer, und hier, das ist schon die erste wichtige Entscheidung. Wir müssen unseren ersten Sektor auswählen. Es gibt verschiedene Sektoren, wo wir dann unsere Basis errichten, also unsere erste Siedlung oder unsere erste Stadt bauen. Und da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Man sieht jetzt hier zum Beispiel das Waldachbecken, das ist ein Erholungsgebiet. Und wenn wir hier mal so drüber gehen, sehen wir, wie viele Bergbauplätze wir haben, wie viele Küstenbauplätze wir haben. Das ist alles wichtig für die Industrie. Und die Gesamtgröße sehen wir ebenfalls. Und hier sehen wir zum Beispiel, hier können wir Geschäfte mit dem Damm machen. Das ist also ein Energieprojekt. Da kann man zum Beispiel, ja, also hier kann man zum Beispiel über die Dämme, über die Staudämme Energie produzieren. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir hier niedrigen Salzgehalt, dass wir eventuell hier Trinkwasser produzieren können. Und ja, hier haben wir Ozeandüngung. Aber ich würde sagen, ich würde es echt mit dem Waldachbecken versuchen wollen. Und hier sehen wir auch den Schwierigkeitsgrad, wie schwierig das mit den Karten ist. Und hier hatten wir zum Beispiel Magnalkammer. Hier haben wir zum Beispiel geringere Wartungskosten und haben eine Schatzsuche. Aber ich würde sagen, ich würde es wirklich mit dem Waldachbecken versuchen, aber das ist auch einfach. Wie viel Quadratmeter hat das? Zeig es mir doch mal bitte an. Hier haben wir zum Beispiel etwas mehr Quadratmeter, aber ich würde sagen, wir widmen uns auf jeden Fall dem Energieprojekt, gerade wenn die Energie schon kritisch ist, da fast fertig. Kann das wir einem doch helfen. Die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Und jetzt können wir uns hier einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Und ich würde sagen, dass wir hier den fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrad wählen. Der Unterschied ist, wir haben ein geringeres Startkapital. Und Baukostenerstattung, da kommen wir später auch nochmal dazu. Und ja, Einnahmen, normale Einnahmen. Und hier beim Einfachen ist das halt wirklich alles verbesserte Einnahmen. Und was mich bei den höheren Schwierigkeitsgraden einfach so ein bisschen stört, ist einfach, dass man da verringerte Einnahmen hat bei gleicher Leistung. Das irritiert mich einfach irgendwie. Und gerade hier Rettungspakete, wie aktuell ist es denn? Ne? Und gerade bei Großprojekten, die werden ja normalerweise nie gestoppt. Ne? Da gibt es immer wieder ein Rettungspaket und immer wieder Geld. Egal, ob das Projekt dann doppelt oder dreimal so teuer wird. Erinnert euch bloß mal so an die aktuellen Bauprojekte, die es zurzeit so in Deutschland gibt. In Berlin und in Stuttgart zum Beispiel. Ja, von da würde ich sagen, fortgeschrittener Schwierigkeitsgrad, damit sind wir gut verdient hier, oder gut bedient. Hier können wir auch nochmal Einstellungen vornehmen, wie viel... Also können uns das auch alles hier individuell einstellen. Das lassen wir aber, würde ich sagen, erstmal so, wie es ist. Soll ich etwas anpassen? So, wir nehmen das Energieprojekt. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Auf Starten. Und dann geht's los. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Ja, und da sind wir angekommen. Auf unserer Karte. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Ja, und da haben wir Großes vor. Wir sehen jetzt hier, wo dieses Zeichen ist. Das ist aktuell unsere Aufgabe, die wir haben. Wir sollen also Arbeiter anwerben, jetzt mindestens 50 Stück. Wir sollen Wohnhäuser bauen, eine Reisfarm. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. So, eine Reisfarm, dann sollen wir Sonnenblumenfarmen bauen und dann sollen wir schon Biopolymerfabrik errichten. So, hier oben sehen wir dann unsere Firmenentwicklung. Spielt jetzt erstmal noch keine Rolle. Hier sehen wir uns wie unser Geld. Hier sehen wir die Bilanz. Dann hier unsere Arbeiter. Aktuell haben wir ja noch keine. Und dann hier diese Sachen, was die Fabrik hier produzieren soll. Ja, wir können uns das auch mal ein bisschen näher anschauen. Guckt euch das mal an, wie nah man hier ranzoomen kann und wie detailreich das ist. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt hier die höchsten Grafikeinstellungen, die das Spiel hergibt. Drin ist natürlich, es ist eine super, super schöne Grafik für so ein Aufbauspiel. Guckt euch das mal an. So, aber jetzt werden wir langsam mal loslegen. Denn hier sollen wir jetzt quasi anfangen zu bauen. So, was sollen wir jetzt machen? Bauen Sie ein Wohnhaus und verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Ja, und da müssen wir als erstes erstmal hier die Straßen legen. Denn ganz wichtig, alles was ich hier baut in dem Spiel, das muss alles an die Straßen angebunden sein. Das ist wirklich das Wichtigste, sonst funktioniert das nicht. So, da sollen wir gleich 25 Stück davon bauen. Eines kostet, da seht ihr auch hier, was das Haus macht. Also es bietet Unterkunft und dass wir hier eben diese Biopolymere oder Biopolymer würde das auch eins kosten und es beherbergt bis zu 5 Angestellte. So, das heißt, wir kommen ja jetzt hier schon in... Jemand hat Arbeiter gerufen? Das könnte durchaus sein, mein Guter. Bauoptionen erweitert. So, und schon sind die Bauoptionen erweitert worden. So, das, was wir jetzt hier spielen, das Spiel hat eine Kampagne, aber es ist gleichzeitig auch ein Endlosspiel. Denn wenn die Kampagne quasi abgeschlossen ist, kann das Spiel trotzdem weitergespielt werden. So. Die Kampagne, ich weiß, ich habe immer so gerätselt, ist das jetzt wirklich eine Kampagne oder ist das einfach ein zu lang gezogenes Tutorial? Aber ich glaube ja, dass das schon eine Kampagne ist, die so ein bisschen die Hauptgeschichte erzählt. Und man kann es ja trotzdem weiterspielen, wenn es abgeschlossen ist. So, und ihr seht, wenn das hier blinkt, das ist halt nicht an die Straßen angeschlossen. Ihr seht's. Das baue ich ja noch einen ziemlichen Humbug noch zusammen. Hat man doch gerade so schön alles. So, und jetzt ist hier alles angeschlossen. Wir können uns ja die Häuser hier mal aus der Nähe anschauen, wo unsere Arbeiter wohnen. Und die sehen ja schon, ja, sehen nach Zukunft aus, aber dann doch schlicht, also modern beschlicht. Gut, aber wir brauchen noch viel, viel mehr davon. Aber damit unsere Arbeiter natürlich auch zu essen haben, müssen wir auch unsere Reisfarm bauen. Und da müssen wir uns auch mal überlegen. Das muss man eigentlich schon relativ von vornherein wissen, wie beteiligt man sich den Platz ein. Hier, das können wir einsammeln. Das braucht man nämlich sogar für die Wohnhäuser. Wir bauen jetzt erstmal die Wohnhäuser komplett fertig. So. Das spielt sich geil. Ich habe das ja das erste Mal, dass ich dieses Spiel ebenfalls auf dem neuen PC spiele. Und gleich ein ganz anderes Spielgefühl mit höherer FPS-Zahl. Das ist Wahnsinn. So, jetzt haben wir 20 Häuser gebaut. Und da können wir einfach da hinten noch weitermachen.
Das Thema Platz wird hier noch ein sehr, sehr wichtiges Thema sein. So, 23 und uns fehlt halt noch dieser Rohstoff, diese Bio... wie heißt das gleich nochmal? Biopolymer. Das fehlt uns gerade. Da können wir uns entweder hier umschauen oder warten, oder kurz warten. Und die Frage ist, wo errichten wir zum Beispiel unser landwirtschaftliches... Ich denke mal, das werden wir hier so außenrum ein bisschen einrichten. Die Reisfarm selber können wir ja mal schauen, aber die kostet eben auch hier diesen Rohstoff. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Häuser fertig. Und wir können uns auch umschauen. Moment. Und natürlich gibt es hier nicht nur die Hauptmission, sondern es gibt, aber ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht... Doch, das ist verfügbar. Hier haben wir zum Beispiel das Sektorenprojekt, diese orangenen Punkte, die uns hier das Sektorenprojekt anzeigen. Dann, was ist das Blaue hier gleich nochmal? Hier können wir zum Beispiel noch Nachbarinseln kaufen, um unser Gebiet noch ein bisschen weiter auszubauen. Hier können Brücken gebaut werden. Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Wenn Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. So, aber dazu viel später noch mehr. Und hier haben wir zum Beispiel den Staudamm, der dann mal Energie für uns produzieren soll, aber auch dazu viel, viel später mehr. Wir machen das ganz langsam. Ich wollte es euch bloß mal gezeigt haben. Ich weiß, es gibt dann auch irgendwann Nebenquests, wo man sich auch noch Geld verdienen kann, aber da kommen wir auch später dazu. Fakt ist, uns fehlt das hier. Wir hätten erst diese Fabrik bauen sollen, die das produziert. Aber da braucht man erstmal die anderen Fabriken. Na, das fängt ja auf jeden Fall ganz gut an. So. Hier haben wir, das ist zum Beispiel hier unser Raumhafengerüst. Hier soll mal unser Raumhafen entstehen. Gut. Ja, ich glaube, das mit den Wohnungen war gerade mal nicht die richtige Entscheidung. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, ob wir hier die Inseln einfach mal ein bisschen abgrasen können. Oder vielleicht hier irgendwo nochmal diese Biopolymere finden. Es fängt natürlich schon mal toll an, wenn man sich hier ein bisschen verspekuliert. Aber ich dachte, die werden so nachgeliefert. Man kann das natürlich, glaube ich, auch... Was ist das denn hier? Willkommen in Nix so, Haus. Hier können wir zum Beispiel einkaufen bei dem Händler. Und Geld haben wir auf jeden Fall noch genug. Von daher kaufen wir das einfach sind mal. Einfach unschlagbar. So, und zack, haben wir wieder... Gut, jetzt haben wir schon mal wieder einen und ich würde sagen... Ich weiß, was über mich erzählt wird, aber sie kommen trotzdem alle zu mir, diese Heuchler. Ja, was wird denn über dich erzählt? Ich weiß es noch nicht, schieß los. Okay, jetzt fangen wir aber schon mal an, diese ganzen landwirtschaftlichen Dinge hier zu bauen, die wir brauchen, nämlich die Reisfarm, damit unsere Arbeiter auch genug zu essen haben. So. Okay, genau. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Okay, dann können wir gleich das nächste. Haben wir da? Ah, nee, ich habe doch gerade 20 da gekauft, oder den fand ich. Ist das etwa am Raumhafen oder was angekommen? Nee, ich habe doch bei dem Typen doch hier gekauft, oder? Ja. Man tut, was man tun muss, um über die Runden zu kommen. Ach so, einmal. Ach so. Das brauchen wir 10-mal. Okay, so, das kostet zwar sehr viel Geld. Ich kaufe da auch nur im Notfall ein bei diesem Handelsposten, aber in dem Fall ist es vielleicht besser, dass wir das hier abschließen können, den Auftrag 01. Also, das nächste. Die Welt ist nicht nur schwarz. Was wir brauchen, ist dieses hier, die Sonnenblumenfarm. Die kostet 1000 und die setzen wir mal direkt hierhin. Die läuft auch. Und dann brauchen wir natürlich das, damit wir unsere Biopolymere selber produzieren können. Und das setzen wir am besten mal hierhin. Und warum ich das so auseinanderbaue, das hat auch seinen Grund. So, und ihr seht, das haben wir uns hier völlig verbaut. Das können wir aber noch, glaube ich, verschieben. Das können wir noch korrigieren. Sollte nämlich hier gesetzt werden. So, jetzt müssen wir hier... Ach, die Straße ist sogar schon angeschlossen. So, das haben wir abgeschlossen. Und jetzt produzieren wir halt diese Biopolymere selber.
Nee, die ist noch nicht eingeschlossen. Ich will gerade sagen, die Straße liegt doch noch gar nicht dahin. So, das funktioniert. Super. Als nächstes noch ein Haus. Noch eins. Und das letzte. So, das Haus haben wir gebaut und die Arbeiter haben wir auch gleich zusammen. 48 und damit haben wir... Sie gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Ja, machen Sie in diesem Tempo weiter. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. So. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Und so schnell kann's gehen. Also Angestellte befördern, noch mehr Arbeiter anwerben. Hier schauen wir uns mal die Industrie aus der Nähe an. Das sieht doch schon echt so sehr futuristisch aus. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, und diese ganzen Nahrungsmittelsachen, wie jetzt gerade, wir sollen Wasser produzieren, das muss man auch relativ schnell machen. Denn wenn die Einwohner zu wenig zu essen haben oder nichts zu essen haben, das finden die überhaupt nicht witzig. Und da kann das sehr, sehr, sehr schnell passieren, dass die Arbeiter dann einfach woanders hingehen. Ja, sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das so die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Okay. Und die kann man dann, ich glaube, man kann das später noch erweitern. Wieso nur 90%? Okay. Gut, dann brauchen wir ein Informationszentrum für unsere Bewohner, die unsere Siedlung. So, das ist... Moment, wo ist denn das Informationszentrum? Das habe ich doch noch. Ach so, da muss ich erstmal die Arbeiter haben dafür. Genau, da brauche ich erstmal die Arbeiter, um dann das Informationszentrum bauen zu dürfen. Gut, dann machen wir das so. Und setzen jetzt hier erstmal die nächsten Häuser hin, wo unsere Arbeiter wohnen sollen. Die Firmenaktien steigen. Und wir sind schon gestiegen mit der Firmenstufe. Super, jetzt haben wir schon 110, 111 Arbeiter. Hier unten sehen wir noch die Energie, die wir übrig haben. Hier die Arbeiter, die wir aktuell haben. Und hier noch die Transporter, die uns zur Verfügung stehen. Die werden ja auch benötigt. So, dann gehen wir jetzt hier noch hin. Okay, jetzt sind wir schon bei 134 Arbeitern. Noch eins hin. Ja, der Grund, warum ich hier so baue, das werdet ihr dann später noch sehen. So, 50 fehlen uns noch. Ich muss auch, wie gesagt, den Timer hier ein bisschen im Auge behalten. 50 Arbeiter fehlen noch. Okay, dann hier nochmal was hin. Hier, hier, hier. Achso, da oben ist wieder keine Straße. Stimmt. Und hier. Hier hinten fehlt auch noch ein Stück Straße. Gut. So, das Stück Straße haben wir jetzt, haben wir schon 100, gleich 180. Und man kann natürlich auch so Ornamente bauen, also so Bushaltestellen und sowas, aber das verschönert ihre Siedlung. Also da kann man halt so ein bisschen noch Richtung Thema Gestaltung gehen. Aber ist jetzt in dem Fall, ja gut, das muss man halt selber wissen, ob man das halt dann machen möchte oder nicht. So, jetzt bauen wir hier hinten ab erstmal die Siedlung weiter. Ah, kommen ein bisschen zu weit nach in die Richtung, ne? Es kann ja sein, dass wir hier... Bereich, ja, hier zum Beispiel sind noch zwei Anlagen, also hier runter kann man wunderbar die Siedlung bauen. Und die 200 Arbeiter sind erreicht. Neue und jetzt können wir verfügbar das Informationszentrum bauen. Und das würde ich hier hinsetzen wollen. Und dann haben wir nämlich keine Energie mehr. Deswegen müssen wir aber auch uns erstmal um das Thema Energie kümmern, was jetzt im Augenblick erstmal hier nur mit den Windkrafträdern funktioniert. Und oh Gott, da müssen wir ja ganz viel noch machen hier in der Richtung. Die haben ja nur ihr seht ja selber, die haben ja einen gewissen Umkreis. Deswegen setzen wir das erstmal dahin, denn es kommen später andere Möglichkeiten. Und ihr seht, hier unten seht ihr
Ihr seht, dass diese Straßen so hell aufleuchten. Das ist, wie weit dieses Informationszentrum, wie weit dieser Einzugsbereich von diesem Informationszentrum ist. Und das sieht hier relativ gut aus, deswegen habe ich die Ecke da auch so ein bisschen freigelassen. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. So, als nächstes sollen wir Angestellte befördern, ihr seht's. Und haben Sie die Arbeit können, für mich? Machen wir quasi jetzt vom Arbeiter zum Administrator. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Ja, jetzt brauchen wir erstmal die nächsthöhere. Also was wir jetzt alles hatten, sind Arbeiter. Und die nächsthöhere Personengruppe sind Administratoren. Und so wie die Arbeiter halt ihr Bedürfnis nach Reis und nach Wasser haben, haben natürlich die Administratoren auch Bedürfnisse. Zum Beispiel wollen die Vitamindrinks haben. Und wir sollen, wenn wir das alles geschafft haben, sollen wir dann den Raumhaufen upgraden. Genau. Oder können wir das gleich machen? Ich glaube nicht. Oder? Nee, das können wir noch nicht machen, weil wir die Bauslots noch gar nicht haben. Hätte mich jetzt auch gewundert. Und jetzt müssen wir uns ja wirklich im Klaren sein, wie und wo sollen wir unseren Industriekomplex bauen. So, das kann zum Beispiel schon gar nicht mehr produziert werden, weil der Wareneingang niedrig ist. Der bräuchte 9. Das heißt, wir müssten dieses... Nee, Quatsch. Er könnte 9 produzieren, aber hat von dem hier zu wenig. Und warum hat der zu wenig? Weil zu wenig Arbeiter oder so, das sehe ich jetzt gar nicht. Der produziert ja nur 90%. Sehe ich jetzt aber auch gar nicht, warum. Woran das jetzt hier liegt. Dass der so relativ wenig produziert. Gut, aber wir können erstmal die Arbeiter weiter befördern. 1000 Stück sollen wir befördern, das wird ohnehin noch eine Weile dauern. Und höher die Arbeiter qualifiziert sind, also je höher die Arbeiter halt befördert sind, desto mehr Geld verdienen die Arbeiter natürlich auch und bringen natürlich auch mehr Geld nicht in unsere Kasse. So. Na gut, lange geht das hier nicht mehr gut mit dem Befördern. Man kann das natürlich auch irgendwann automatisieren. Ihr seht, Gewinn läuft. Immerhin ist der Gewinn da. So, und jetzt müssen wir nämlich schon neue Biokost produzieren. Weil es nicht mehr reicht. Genau. Ihr seht hier unten Sektorbilanz minus 4. Das heißt, wir müssten halt noch eine zweite Reisfarm daneben setzen. Man kann die später aber auch so erweitern. So, und zack, können wir schon weiter befördern. Das ging ja jetzt relativ kompliziert. So, okay, jetzt sind wir schon bei... Ach, was? Wir haben gerade erst mal ein Fünftel davon erreicht mit den Fördern. Krass, wie viele hier sind. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Weil, warum geht's nicht? Ach, weil wir zu wenig Arbeiter haben. Okay, gut. Was sollen wir doch machen? Wir sollen Vitamindrinks produzieren. Aber, liebe Leute... Das mit den Vitamin-Drinks, das machen wir erst im nächsten Part. Bis dahin danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst es mich wissen, schreibt in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Felix, der Weise.